So, hier müsste ich... Ist die Frage, erkunde ich alles oder lasse ich es bleiben? Ach, Hauptsache, ich weiß schon mal, dass da eine Sonne ist. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ach, komm schon. Wo sind sie denn, meine Freunde? Meine Freunde, Stufe 3. Oh, Stufe 3, ja. Ich bin Stufe 5, du Noob, ey. Nach Hause. Geh erstmal aufleveln, ey. Alter, Spiel. So, wo führt mich das hin? Okay, ihr wollt scheinbar Stress. Also, was? Wieder lebt noch. Kannst mich mal. Hat sie erledigt. Die Waffenplatte. Oh, bleib doch mal da. Och. Pfeifen. Hä? Ist doch schon längst durch. Da war ich doch schon. Deswegen zeigt ihr mir das so an. Tja. Egal. Wir springen jetzt erstmal weiter und dann werde ich dann vielleicht mal irgendwas machen. Vielleicht werde ich da mal gut kommentieren. Haha, nein. Pff. Gut kommentieren, was kommt als nächstes? Ne? Gut spielen? Ja, könnt ihr vergessen. Ui, hallo. Brenn mal nach. Brenn mal after hier, ne? After 8. Nee, Moment. Ich glaube, das sollte man nicht in den After stellen. Was? Nee, Moment. Ja, das Tor ist ja nicht irgendwie groß genug, dass da auch noch mehr Schiffe reinpassen würden. Hast du recht, Spiel. Gelegentlich habe ich so einen leichten Frame-Drop. Aber anders als in Gothic 1 nur ganz selten. Bei Gothic 1 mit meinen neuen Einstellungen auch funktionieren sollte. Ich will immer M für Karte drücken, ich weiß auch nicht warum. Wäre es nicht kürzer, wenn ich oben rumfliege? Ach nö, ich lege mich jetzt nicht mit denen an. Die sind mir zu gefährlich. Nur so weiter, dann überlege ich es mir nochmal. Hallo, tschüss. Und er hat natürlich nochmal meine Panzerung getroffen. Müsste es nicht schneller gehen, wenn ich so rumfliege? Finde schon. Soll ich die treffen in Dingenskirchen, ne? In Dingenskirchen, achso, ja, ich hab doch gesagt, das ist kürzer. Ich weiß halt, was gut ist. Ich kenn mich voll auf, hab voll die Orientierung. Ich bin mir nicht sicher, welche Mission jetzt kommt. Nicht, dass ich jetzt gleich schon dann irgendwann das Gebiet verlassen muss. Fliegen wir erstmal da lang. Kann nicht schaden, kostet ja nichts, ne? Doch, du musst Treibstoff tanken, den es im Spiel gar nicht gibt. Hier gibt es keinen Treibstoff. Ich fliege mit unbegrenzt Energie. Außer für die Waffen. Die haben nicht unbegrenzt Energie. Der Antrieb schon. So. Gut, es gibt auch noch diesen einen Scheißantrieb, ne? Hallo, Jungs. Ich gehe einfach weiter. Fliegen wir mal hin, dann können wir das mal speichern und dann wird alles gut. Vielleicht haben wir wieder eine Zwischensequenz. Nein. So, verlassen wir den Schiffen, trümmern, bla bla bla. Den Werf gibt es schon seit Jahrhunderten. Auch nicht schlecht. Oh, Moment mal, die Baltimore-Werft ist doch. Achso, die ist. Teilweise schon wegen große Trümmer. Naja, Details. So, wo muss ich jetzt hin? Dahin. Auf Planet Manhattan treffen. Manhattan wir das mal. Ah. Ah.
Mann, war der lustig. Fast schon ein bisschen. Ich würde lachen, wenn ich mich in den Kopf schlagen würde. Halt. Ja, komm, mach auf oder ich schieße dich kaputt mit meinen gefährlichen Waffen. Hallo? Schieß dich kaputt, wenn du mich nicht reinlässt. Hallo? Was? Ich glaub's. Okay. Keine Bewegung. Hör einfach zu. Warnigan, wo warst du? Hör dich nicht. Ich musste heute schon einen Mann töten. Einer mehr oder weniger. Warum bist du noch hier? Merkst du nicht, was hier los ist? Freihafen 7? Zone 21? Ja, der Orden. Nein, nicht nur der. Es geht um Liberty. Die Artefakte. Sie sind hinter was her. Warum reden wir nicht darüber? Genug geredet. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich habe einen Plan. Ich wollte dich warnen. Das war ich dir schuldig. Versuch nicht, mir zu folgen, Trent. Verschwinde aus Liberty, solange du kannst. Zum Henker. Schön, Sie wiederzusehen. Wie steht's? Interessant. Ich suche Junko Sane. War sie hier? Oh ja, Sie sollen sie auf der Terraforming-Station auf California Miner treffen. Sonst noch was? Nein, das war alles. Ein Drink, Mr. Trent? Nein, danke. Ich gehe jetzt besser. Warum erzählt mir das Spiel das jetzt? Naja, spielst du schon ein paar Stunden, da kann mir das schon mal erzählen. So, wir wollen erstmal hier Schrott verkaufen, dann müssen wir auch weniger reparieren. Es gibt auch keine besseren Schilde, ist voll kacke. Klasse 2, so voll der Müll. Voll der Müll. Repariere die Scheiße mal. So, haben unseren alten Freund wieder kennengelernt, wieder getroffen. Nein, die Station. Das hatten wir schon. Nichts Neues. Was ist denn das Ding? So, ich könnte jetzt entweder nach Colorado fliegen und da noch alles erkunden, was völlig sinnfrei wäre, oder direkt nach Kalifornien. Die Basis lässt mich ja nicht andocken, glaube ich. Komm schon. Okay, ihr Kunde ist noch alle. Sie hat mich überzeugt. Das ist völlig sinnfrei, also tun wir es. Danke. So, gut. Außer... Ich konnte Sie leider nicht wie geplant treffen. Ich habe auf Kalifornien zu tun. Ich kann jetzt nicht reden. Sagen wir nur, Ashcroft hat uns die erhofften Informationen gegeben. Kommen Sie schnellstens zu mir nach California Miner. Ich denke darüber nach. Ich brauche Sie dringend, Trent. Ich warte auf Sie. Ja, mach immer keinen harten. Immer locker. Ich komme ja irgendwann nächstes Jahr mal. Wenn ich Zeit habe, komme ich mal vorbei. Sterb einfach nicht bis dahin, gut? So, ich kenne schon einen Haufen Fraktionen. Wow, ich spiele schon fast 3 Stunden. Moment, ich nehme aber schon länger auf, weil ich ja am Anfang noch das Intro und alles hatte. Glaube ich. Gefunden. Ich habe ein Sprungloch gefunden. Nee, oder endet das hier nur? Details. Wenn ich es nicht vergesse, gucken wir uns das nächste Mal das an. Wenn ich es nicht vergesse. Ich werde sowas von vergessen. Das wissen wir alle, dass ich das vergessen werde. So, fliegen wir übrigens sinnlos in der Gegend rum. Strichmännchen, toll. Gefährliches Gebiet, rot. Das sind die Sowjets.
Voll gefährlich hier, Mammutpanzer im All. Ja, so funktioniert das irgendwie nicht. Ich schieße einfach mal, vielleicht treffe ich ja was. Nö, aber ich treffe auch so nichts, von daher passt das schon so. Ist vielleicht gerade ein bisschen ungünstig hier zu warten. So ein bisschen vielleicht. So ein ganz kleines bisschen. Lustig, ich auch. Ich hab nichts, oder? Nee. Nö. Gut, alles in Ordnung. Ich hab nichts gefunden. Ich hab nichts, sag ich doch gleich so. Darf ich jetzt auch mal? Wieso darfst du immer nur eins durchfliegen? Das Tor ist riesig. Passen locker zwei durch. Da passen ungefähr 350 Schiffe durch. Das ist ungefähr 350, ja doch. War das Monster? Und es wollte 350. Warum fliege ich so langsam? Was? Achso, weil ich nicht Vollgas gebe. Achso. Ja, hab ich gleich gesehen. Achso, ich habe schon wieder keine Düse mehr. Mein After ist schon wieder leer. Moment. Klingt ekelhafter, als es wirklich ist. So, BRD 337. Warum mache ich die ganze Zeit die Karte auf? Ich habe keine Ahnung. Politische Karte. Also da haben wir die Grünen, ne? SPD hat hier gar nichts zu sagen und die Freien Wähler waren die Weiß, keine Ahnung. So. Details. Die Situation ist doch noch gut, also bitte, die kann man noch essen, hallo? Hackers, Decker, was? Oh, schon wieder. Ich habe ein Schild, was willst du von mir? Keine Anfrage, Bestätigung, irgendwas? Nein. Wir sind alle tot. Das Dock ging gerade zu und nicht auf, oder? Irgendwas stimmt hier nicht so. Ich hab Wasser, freut euch. Könnt ihr eure Fische drin ertränken? So. Sonst habe ich gar nichts. Wunderschön, ich hab noch Zeit. Okay. Rio Grande war 5 verletzt. An Bord des Schlachtschiffs Rio Grande kam es vor 3 Tagen zwischen dem Marinebesatzer und dem Kopfgeldjäger zu einer Schlägerei. Den Auslöser bildete ein Kopfgeldjäger, als er sich abfällig über den Zustand des Schlachtschiffs und die geringen Fähigkeiten der Marinepiloten äußerte. Die Auseinandersetzung eskalierte und es kam zu Handgreiflichkeiten. Die Bar wurde in ein Schlachtschiff verwandelt. 5 Männer wurden mit leicht Verletzungen in die Krankenstation des Schiffes eingeliefert. Wenn es keine Toten gibt, war die... was nicht wichtig. Bobex und Gateway Transporter lieferten sich nahe der Hansesrude von Pablo zum New York Tower einen Schusswechsel. Die Konkurrenz zwischen den beiden Firmen war schon immer sehr intensiv, aber dies sind die ersten gewalttätigen Auseinandersetzungen in den Kolonien. Die Kapitäne der beiden Schiffe sagt, die Waffe seien versehentlich geladen gewesen. Sie hätten niemanden verletzen wollen. Keines der Schiffe wurde beschädigt, da die wenigen Schüsse von den Schilden abgefangen wurden. Kluch. Hey, da ist Kluch. Nee, Moment. Klug. K-L-U-G. Ich meine K-L-U-K. Ach, leck mich. Der berühmte Musiker und Sänger aus Manhattan, G-Klu-Kuglux-Klein, spielt heute in Johnson am Theater zugunsten einer ehemaligen Benefizveranstaltung. Der Erlös geht komplett an den Hälfte der Kinder von Denver Fonds, eine Organisation, die sich den verwaisten Kindern von Colorado widmet und ihnen hilft, ein neues Zuhause in einer reichen Familie zu finden. Mit 5000 Credits pro Ticket ist die Veranstaltung nicht gerade geschenkt. Trotzdem war sie sehr schnell ausverkauft. Erwartet sie von dieser Show das Beste, was sie in Colorado zu bieten hat. ABI-Mitarbeiter staunten nicht schlecht, als sie heute die 3. verschlüsselte Nachricht innerhalb der letzten Wochen knacken mussten. Die Übertragung kam von verschiedenen Orten innerhalb der nördlichen Colorado-Asteroidenfelder. Frustriert von den Versäumnissen der LPI, diese zu untersuchen, hat Agera selbst Entschlüsselungsspezialisten eingestellt, um der Polizei zu helfen. Quellen zufolge sind die Übertragungen in einem modifizierten Agera-Algorithmus verfasst, was ein Hinweis auf Wegelagerer ist.
Es sieht so aus, als hätte die LPI immer noch gut auf dem Planeten zu tun. Eine große Gruppe von vagabunden Besetzern wurden öfter in Lowell Park gesehen, einer der bergigsten Gegenden der nördlichen Hemisphäre des Planeten. Die LPI will das Gebiet durchsuchen und jeden wegschicken, der kein Recht hat, dort zu sein. Keine Sorge, diese Störenfriede vertreiben wir von Denver, sagt die Chefin der Denver LPI, Sherry Hansen. Das hatten wir schon. Gut. Das ist voll toll, was ich hier mache. Ich persönlich würde jetzt wegschalten. Und das Tor zerpritscht mich wieder. Pff, Glück. Ich hab Skill, Mann, aber doch kein Glück. Was ist jetzt mein Legpunkt? Ich hab Skill. Wofür ist dieser rote Selbstzerstörungsknopf? Wollen Sie die Selbstzerstörung wirklich aktivieren? Ja, nein, vielleicht. Ja, okay, vielleicht. So, liegen wir da noch um 1,5. Details. So, wir haben hier einen unbekannten Planeten, der ist voll hässlich. Ich vermute, auf keinem dieser Planeten gibt es irgendwas von Interesse. Ich könnte natürlich auch einen Auftrag annehmen, aber... Nein. Ja, hat keinen Sauerstoff. Sauerstoff wird eh völlig überbewertet. Ich meine, das Zeug taucht nicht. Ich meine, das sagt doch schon der Name, der ist sauer. Also bitte, wer will schon sauren Stoff haben? Ich meine, kann ich nicht einfach kaputt schießen? Ja, kann ich, aber. Ich meine, gefärbter Stoff, das geht ja noch, aber. Saurer Stoff. Ja, lass mich doch mal rein und in das Loch und dann sind wir alle glücklich. Es würde gefallen, wenn ich dann noch. So, haben die neue Schiffe? Nein. Ich glaube, hier gab es keinen. Hey, das kenne ich irgendwoher. Neue Waffen haben die vermutlich auch nicht. Nee, die haben alle immer nur den gleichen Schrott. Den kann ich mir nicht kaufen. Stufe 6, warum? Warum muss ich erst 6 haben, um das kaufen zu können? So, was gibt's Neues? Nichts. Alle Nachrichten, die Sie wissen müssen. Samura hatte sich heute offiziell bei den Familien der Männer entschuldigt, die an Bord eines kleinen Frachters über Sündluxus-Lebensmittel auf dem Weg nach Neu-Tokio umgekommen waren. Der Samura-Pilot, der für das größere Schiff verantwortlich war, sagte, das kleine Sündschiff habe ihm beim Eintritt in die Handelsroute die Vorfahrt genommen. Er habe rücksichtslos versucht, sie am Fracht vorbeizuzwängen. Viele zweifeln dies an, aber es gibt keine Gegenbeweise und keine Zeugen. Oh. Ja, sind doch bloß ein paar Männer. Das hatten wir schon so technisch, ne? Glaube ich. Egal, Karl, wir speichern mal. So, und dann würde ich sagen, war es das für heute? Wann habe ich überhaupt angefangen? Ja, speichern wir darüber auch nochmal, warum nicht? Und legen gleich noch ein für nächstes Mal an. Ja, bitte. Egal, Karl, das war's für heute mit, Freelancer. Das ist gesprungen, passt dann mal Englisch. Und ich würde sagen, wir machen dann demnächst bald weiter. Weil ich habe irgendwie Lust, das Spiel mal wieder völlig sinnfrei durchzuspielen. Ich weiß auch nicht warum. Und wir werden noch mehr sinnlos in der Gegend rumfliegen, ohne Sinn und Verstand. Also wie immer in meinem Let's Play. Aber das dann beim nächsten Mal. Bis dann, sage ich Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.